Wunderschönen guten Morgen zusammen hier heute zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen von FX Flat hier heute zum Webinar begrüßen. Ich hoffe, Sie sind alle gut aus dem Bett gekommen, denn ich bin gespannt, was der Thorsten gleich so handeln wird. Bevor ich ihm den Bildschirm übergebe, ganz wichtig, springen wir einmal zum Risikohinweis. Das ganze Webinar dient selbstverständlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und ganz wichtig, verstehen Sie jetzt nicht, wenn der Thorsten gleich doch vielleicht was machen sollte, das Ganze als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja? Thorsten, ich würde sagen, zum letzten Mal in 2020 übergebe ich dir hier den Bildschirm. So, du darfst. Ja, ich muss erst mal gucken, welchen wir nehmen. Hast du so viele Bildschirme, dass du dich gar nicht entscheiden kannst? Ja. Naja, kommt immer drauf an, wer hier ist. Für manche nehme ich den großen Bildschirm und für manche den kleinen, ne? Ah ja, okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Sieht man schon was? Man sieht was, ja. Man sieht dein Hintergrundbild mit einem Greifvogel. So, warum geht das jetzt nicht? Das sieht besser aus. Okay. Jetzt scheint das zu funktionieren. Ich hoffe, das Bild ist nicht zu ruckelig. Wenn das zu ruckelig ist, dann muss ich die Kamera abschalten. Ich hoffe, die spielt mit, so wie es aussieht, jedenfalls bei mir. Ja, das ist ein Greifvogel, richtig. Meiner. Für den Lutz den kleinen Bildschirm, genau. Ist das deiner? Nein. Kann ja sein, was weiß ich. Dein geheimes Hobby. Den haben wir letztes Jahr in Norwegen 15 Meter neben dem Boot so fotografiert, so wie er eben zu sehen war. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, den haben wir gefüttert und dann hat er sich für seine Jungen hat er sich die Makrelen aus dem Wasser geholt, die wir extra für ihn geangelt haben. Okay, guten Morgen auch hier in die Runde. Und der Thorsten hat keinen Schlafanzug mehr an. Wie man sieht, er hat sich heute sein Weihnachtshemd angezogen. Das Einzige, was er hat. Die anderen karierten Hemden, ne? Ziehen wir für Leute an, die das mögen. Wir werden uns heute hier mal mit einem Rückblick befassen von gestern, wie eigentlich fast jeden Morgen. Und wir werden uns mal mit einem Ausblick auf heute befassen. Wir werden uns ein bisschen auf den Euro stützen und mal gucken, was wieso da im DAX passiert. Wo ich vorweg schicken will, dass es für uns eine schwierige Woche war. Wenn wir den Start von letzter Woche nicht gehabt hätten, dann hätte es nicht so gut ausgesehen. Und gestern hat es doch an den Nerven gezerrt. Und ich glaube, bei euch auch bei dem einen oder anderen, oder? Wir starten mit einem Rückblick von gestern. Lehrer-Tool habe ich extra angemacht. Ich habe es auch gestartet, bevor ich heute Morgen meine Linien eingezeichnet habe. Das heißt, ihr dürftet die im Schüler-Tool auch entsprechend sichtbar haben hier. Richtig? So. Da kam ein Ja. Da kam ein Ja von jemandem, der sonst nur Nein sagt. Ich wollte dir schon mal ein Buch schenken.
Sag nicht ja, wenn du nein sagen willst. Schöne Lektüre. Auch für Börsenhändler übrigens. Die Wundertüte sitzt vor dem Bildschirm. Wir haben gestern Morgen zwei Pläne gemacht und haben meine bevorzugte Route hier war die blaue, die Alternativroute war die rote. Das heißt, die rote Route sagte, dass wir von der 1,2175 abrutschen Richtung 1,2135 und dort auf Long drehen. Die Priorität hatte der Lauf von der 1,2135 circa bis 1,2165, 1,2177. Das war die Hauptroute, die wir hatten. Das hier war die Nebenroute. Die Nebenroute haben wir gestern früh gestartet und konnten hier von der 67, 65 circa, je nachdem, wer wann wo eingestiegen ist, da habe ich wenig Feedbacks gekriegt, konnte man die ganze Kiste bis hier runterlaufen lassen, so dass man auf jeden Fall in diesem Rutsch hier ein Tagesziel realisieren konnte, was ich gestern früh auch relativ schnell gemacht habe, um dann zuzugucken, was hier passiert. Der zweite Anlauf, der nachher doch bis in die 77 hier für die rote Route gelaufen ist und auch hier direkt eine Umkehr geliefert hat, der ist Break-Even rausgeflogen. Ich habe hier den zweiten Short versucht. Da unten, der ist Break-Even rausgeflogen. Nach diesem Move von der, nachdem er hier unten an der 62 wieder gestartet ist und hochgeschossen ist um 40, über 40 Punkte, fast 50 in der Viertelstunde, habe ich dann erstmal die Finger rausgelassen, weil ob er die Route nach unten noch nimmt oder nicht, war dann fraglich. Er hat sie gestern Abend dann anders entschieden. Wir sehen unsere Marken hier oben. Die 77 hat wieder sehr gut gehalten. Die 65 hier ebenfalls. Erste Mal angelaufen, das zweite Mal angelaufen und dann Retour und dann direkt nach unten durchmarschiert zum Zinsentscheid in den USA. Hat dann hier unten die 32 kurz durchschossen bis zur 25 und hat dann endlich doch unser Werk, welches wir hier morgens eingezeichnet haben, von da hier runter in diesen Bereich und um dann nach oben Minimum bis zur 77 durchzuziehen. Das hat er auch getan. Ich habe gestern auf Slack, auf unserem Slack-Kanal noch gefragt, wer konnte es nutzen? Wer konnte davon profitieren? Aber ich glaube, da hat das Gros der Gruppe oder der Jungs und Mädels hier schon geschlafen und keiner hat sich dazu geäußert, ob das noch machbar war, ob sich da noch einer getraut hat oder nicht. Was will ich damit sagen? Für mich ist es wichtig, morgens so einen Plan zu machen. Und wir haben nicht umsonst diese Bereiche hier gestaffelt. Ja, diese Bereiche, die haben wir nicht umsonst gestaffelt. Wenn der eine Bereich nicht hält, wenn dieser eine Bereich nicht hält, dann hält oft der nächste. Und wir sehen, wie umkämpft nachher diese Range hier gewesen ist. Immer hin und her und wir sehen auch, wenn er dann einmal nachgibt, zack, dann holt er sich auch unsere nächsten Bereiche hier unten. Das war gar nicht so schwer zu handeln. Ich würde mir ganz gerne mal die Uhrzeit raussuchen. Das hier war um 20:15 Uhr. Um 20:15 Uhr. Da.
Da haben wir es. Diese Kerze hier, die war ausschlaggebend. Er ist von oben nach unten einmal durchmarschiert, einmal volle Granate durch, einmal ganz kurz unten durchgelugt, hier unten bis zur 25, direkt wieder zurück. Hier eine schöne Umkehrformation und dann Retour, wie der Schweizer so schön sagt. Einmal durch, zack, lange Lunte, wieder zurück, Umkehr. Dann kann man so eine Geschichte mit einem Stop dort unten drunter ganz entspannt handeln, wenn man einen Plan hat, ne? Wenn man keinen Plan hat, dann weiß man auch nicht, wo man rein soll, ne? Und wenn man natürlich ein Regelwerk hat, welches man sich angenommen hat und auch gelernt hat und dann natürlich antwortet, nee, konnte ich nicht handeln, ich habe den DAX bewacht, dann tut es mir ein bisschen leid. Ein bisschen. Okay, kommen wir zu dem Spiel von heute. Zu gestern Fragen. Könnt ihr gerne hier reintippen. Ihr habt hier unten ein Chatfenster. Das könnt ihr gerne nutzen, könnt eure Fragen dort reintippen. Ich werde sie versuchen, auseinander zu pflücken. Oder werde sie versuchen zu beantworten. Aber nur, wenn ich noch einen Kaffee kriege. Wenn nicht, dann. Florian, machst du vielleicht ein bisschen mehr Milch rein? Für dich doch immer, Thorsten. Wenn du so nett fragst, kein Problem. Als Hinweis dazu, die paar Minuten möchte ich mal nutzen, weil ich sehe, dass der eine oder andere sich dann hier extrem auf den DAX konzentriert, weil die Bewegungen dort schneller sind, weil man dort eventuell mehr Geld verdienen kann, aber man kann auch wesentlich schneller viel mehr Geld verlieren. Ich bin und vertrete nach wie vor die Meinung, alles, was wir auch hier im Euro anwenden, alles, was man hier lernt, ist auf alle Märkte anwendbar. Das ist nicht nur im Euro US-Dollar anwendbar, auch wenn unsere Setups, unsere Regelwerke, die man hier sieht, das sind unsere Zielbereiche, die da eingezeichnet werden automatisch. Die kann man ein- und ausblenden lassen hier. Und dann haben wir hier eine Richtungsorientierung mit einem Regelwerk zum Einstieg und hier filtern wir die übergeordneten Zeitebenen, damit wir uns nicht gegen die Hauptmärkte stellen. Dieses Regelwerk, wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist auf alle Märkte von der Logik anwendbar, weil die ganzen Abläufe, die dort ständig entstehen, die sind reproduzierbar. Die sind reproduzierbar und wiederholbar. Bei dem einen mit ein bisschen mehr Stop, bei dem anderen mit ein bisschen weniger Stop, aber die Regeln sind überall in allen Trends, in allen Indizes, in allen Währungen, überall das Gleiche. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann kann man sich daraus auch sein Regelwerk erarbeiten. Wozu sind wir hier angetreten? Wir sind hier angetreten, um morgens nach Möglichkeit 12 Punkte rauszuholen. 12 bis 15. Und dann ist es gut so. Um auf gestern früh zu kommen, dieser Markt gestern war für den einen oder anderen hier kaum handelbar, weil er nicht wusste, wohin, in welche Richtung. Wir haben uns nur aus diesem Stück hier, nur aus diesem Stück haben wir uns gestern die 12 Punkte rausgeschnitten und danach konnte man, wenn man nicht den ganzen Tag den DAX bewacht hat, hier gestern Morgen um Punkt 9 Uhr konnte man Feierabend machen. Dann ist der Tag gelaufen. Für die, die es noch nicht kennen oder noch nicht wissen, wir handeln in der Regel 10.000 Euro Konten mit einem Risiko von 2% und mit 8 bis 10 Punkten Stop-Loss. Ich versuche sogar unter 8 Punkten ein Stop-Loss zu platzieren. Das heißt,
ein Risiko von 2% bei 10.000 Euro. 10.000 Euro sind im Moment 12.200 Dollar. Also 12.000 Dollar mal 2% sind 240 Dollar, die wir riskieren pro Trade. Das heißt, wir dürfen ein 10.000-Euro-Konto hier mit drei Standard-Lots mit 30 Dollar pro Punkt handeln. Wenn man dann ein überschaubares Ziel hat, ein ganz überschaubares Ziel von 10, 12 Punkten. 12 Punkte sind 360 Dollar am Tag. Wenn man die morgens um 9 in der Tasche hat oder kurz vor 9 in der Tasche hat, ich glaube, dann darf man sich aus dem Markt auch mal verabschieden für das tägliche Einkommen. Ja, wir handeln oder ich selber handle noch länger oder begleite länger. Was ist das? Ach, eine Softwarewarnung hier. Was willst du von mir? Ich denke, was kommt da reingeflogen? Ja, wir handeln länger. Ich begleite auch den ganzen Tag lang, weil der eine kann morgens handeln, der eine kann nachmittags handeln. Der eine kann erst ab 10, der andere kann nur bis 8, der nächste erst ab 15 Uhr. Und wir sind eine Community, die wir hier begleiten und begleiten wollen. Und genau aus diesem Grund handeln wir auch Positionen den ganzen Tag. Die handle ich nachher nicht mehr alle selber, aber ich begleite sie immer noch. Und wenn ich sie handle, dann auch manchmal in kleineren Positionsgrößen, um sie auch im Blick zu haben. Aber ich sehe immer zu, hier morgens meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Immer in diesem Bereich. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an hier. Schau mal her. Schalte mal so viel wie möglich aus, weil jetzt haben wir es gleich 8 Uhr und jetzt müssen wir uns sputen, denn wir haben für heute noch keinen Plan, oder? Ich würde den Plan aber an dem gestrigen orientieren. So. Und zwar würde ich hier drauf lauern, dass wir einmal, das ist meine bevorzugte Route heute, da hoch und dann da oben weiterziehen. Das ist meine bevorzugte Route. Die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar werde ich dazu ganz schnell rödelt noch ein bisschen, das ist auch gut so. Diesen Fake, genau den wollte ich erwischen. Genau den. Da, den hier, den wollte ich erwischen. So, und wir sehen, wir gucken uns das gleich in 5 Minuten nochmal an. Hier liegt heute Morgen die rote Linie, die wir eben gerade gesehen haben. Die rote Linie. So. Und diese Geschichte, die starte ich mit 3 Punkten Stop. 3 Punkte. Einmal über die Linie geguckt, wieder zurück. Keine Handelsempfehlung. Ich starte mit 3 Punkten nur Stop an diesem Zielbereich. Mein Plan heute, die Position lassen wir jetzt mal hier schön drinne.
Mein Plan heute ist übergeordnet, so wie gestern, die Long-Position. Diese jetzt hier ist nur dafür da, mir eventuell ein bisschen Pulver dafür zu verschaffen. Deswegen auch nur 3 Punkte Risiko. Wir haben hier ganz kurz da oben drüber geguckt, über diese Linie. Das heißt, wir sehen, wie die halten sollte. Und entweder es geht gut oder es geht in die Hose. Es ist gegen den Haupttrend, es ist nur für die Munitionskammer. Die Hauptroute ist die hier. Die will ich erwischen. Und dafür würde ich mir jetzt, ich mache die mal blau. So, das ist die Hauptroute. Ob er nur hier runterkommt bis zur 89, weiß ich nicht. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, hier ein bisschen Munition zu sammeln. Je länger das hier oben dauert, desto schwieriger wird es. Ja, anscheinend passiert da heute. Bei 1, 22, 42. Ach ja. Hier schreibt jemand, Achtung, der Euro könnte gleich bei 42 auf Short drehen. Ja, der könnte auch eine 41 auf Short drehen. Er kann auch eine 53 auf Short drehen. Ich habe ein Regelwerk. Und dieses Regelwerk handle ich nun mittlerweile 15 Jahre. Und von diesem Regelwerk weiche ich nicht ab. Und das Problem haben wir auch bei uns in der Community immer wieder, dass der eine oder andere sich jedem Regelwerk unterwirft. Und dann hat er jetzt, so wie hier, hat er jetzt eine Position im Markt, gesagt der nächste, oh, 42, okay, dann lege ich mal meinen Stopp auf 42. So, dann geht er an die 43, zack, ist das Ding weg. Und dann sagt er, Scheiße. Und dann sagt er, okay, an der 42 sagt er ja Short, okay, dann gehe ich an der 42 auch nochmal Short. Dann bin ich zwar geholt worden an der 43, aber dann gehe ich an der 42 eben nochmal Short. So, und dann geht er aber durch bis an die 53, gibt es den nächsten an die Backen. Okay, der will ja da unten long, dann lege ich da unten mal eine Long hin. Dann kommt morgen früh die Frage, ach nee, morgen ist ja Freitag, dann kommt morgen früh die Frage, ja, wieso ist der nicht da runtergelaufen? Wieso hat er da unten nicht gedreht? Wir arbeiten immer, immer mit Regelwerken, die irgendwo ihre Berechtigung haben. Alle Regelwerke haben hier im Markt ihre Berechtigung, aber jedes für sich. Jedes für sich. Lutz hat vollkommen recht, er hat mir gerade geschrieben, ist alles blau, Filterblau und so weiter. Genauso sieht es aus. Wir bewegen uns hier absolut im blauen Bereich. Wir fahren die Kombination Zielbereiche und Euro Pro. Am Zielbereich hier habe ich jetzt eine faire Chance, mit 3 Punkten Stopp mich vorzubereiten auf die Long-Position, die ich nachher holen will. Und deswegen habe ich gesagt, die Hauptrichtung ist Long und Euro Pro würde ich auch nur für Long-Position anwenden, weil die übergeordneten Zeitebenen sind alle auf Long gebürstet. Aber auch in einer solchen Long-Phase muss mal eine Short-Bewegung sein. Fritze, bleib du gesund, mein Lieber, und lieben Gruß an deine Frau. Anscheinend seid ihr ja zu Hause, oder? Ganz liebe Grüße auf den Dars. Deswegen diese Regeln. Und deswegen versuche ich, solche Regeln einzuhalten und mir an solchen Marken auch Positionen zu suchen. Ich will so schnell wie möglich morgens meine 12 Punkte realisieren im Markt. Das ist mein ganzes Ziel. Okay, den Plan hier haben wir ja soweit fertig. Die Position lasse ich im Markt.
Der hält sich ja glücklicher oder unglücklicherweise hier ein bisschen an den Plan. Und selbst da haben wir oben als nächstes die 1,2261, die wir uns gestern erarbeitet haben, und dann die 1,2308, die wir für die eventuellen Long-Positionen, wenn sie denn kommen, auch als Ziel für uns auserkoren haben. Wir haben diese ganze Geschichte hier schön abgearbeitet. Auch diese dürftet ihr drin haben, also die, die das Schülertool haben. Ich glaube, die sind auch bei euch auf die Schirme hier dupliziert worden. Nächster Bereich oben 1,2261 und 1,2308. Ganz übergeordnet haben wir noch die 1,25. Wer diesen Plan nicht hat und wer ihn gerne hätte, der kann sich jetzt bitte hiervon einen Screenshot machen, weil dann werden wir uns mal in Richtung DAX begeben. Also mein Tagesplan steht fest. Ich hoffe, der ist verstanden worden. Sind Fragen dazu zum Euro? Frage? Okay. Ich gehe mal davon aus, wenn keine Fragen sind, dann, ja, wenn keine Fragen, brauche ich auch nichts beantworten. Dann scheint das ja ziemlich klar zu sein. Also, das sind die Nummern, die wir uns rausgesucht haben. Das sind die drei Wege, die wir gehen wollten. Das hier ist die erste Bewegung. Das hier wäre die zweite. Die hat er etwas überspannt. Also sollte die dritte Bewegung noch kommen. Die dritte Bewegung sollte Minimum bis zur 1,2261, wenn nicht sogar bis zur 1,2308 laufen. So ist es gedacht. Screenshot gemacht. Bitte nochmal das Bild zurück für einen Screenshot. Welches? Das hier? Du brauchst ja nur das Schülertool reinziehen hier. Ich habe extra eingeschaltet, dann dürftest du die Linien alle drin haben. Die dürftest du alle sehen. Okay, der Junge, er tut sich ja morgens manchmal ein bisschen schwer, ne? Aber mit 3 Punkten Risiko kann ich hier sehr gut leben. Okay, gucken wir uns den hier an. Dazu müssen wir uns mal den Plan, ich habe ihn ganz bewusst noch drinnen gelassen, den Plan von gestern. Wir hatten gedacht, genau, es kommt gleich wieder. Suche den Fehler. Wo ist der Fehler? Thorsten beginnt einen Satz mit oder startet den Satz mit den Worten: Ich habe gedacht. Wir machen uns auch hier, machen wir uns Pläne. Und unser Plan hat vorgesehen, dass wir hier bei der 13,448, 13,458 jeweils ein Hoch haben. Wir haben hier ein Hoch, wir haben ein nachlaufendes Hoch. Wir wurden hier oben direkt abgewiesen. Daraus ergibt sich dieses Doppeltop mit einer Nackenlinie bei 13,159. Die Abwärtsbewegung von da wurde dann sauber nach unseren Korrekturmarken auch sauber auskorrigiert. Und dann soll die zweite Bewegung starten, was er auch getan hat. Und die hat er gestern Morgen, hat er alle Hoffnung zunichte gemacht. Diese Geschichte sollte eigentlich in 3 Wellen hier nach unten laufen. Das hat so überhaupt nicht funktioniert. Manchmal packt man eben ins Klo. Und das war hier gestern Morgen mit der Kerze um 9 Uhr. Die 9 Uhr Kerze war das schon ziemlich klar oder absehbar, dass es in die Hose gehen kann. Und dann kam dieser fürchterliche
Lauf hier nach oben, dieses nach oben Schleppen, das ist sowas von grausam, wenn da nicht eine richtige Bewegung kommt, sondern man sich so ganz langsam nach oben zieht, bis er dann gestern, das war vorgestern hier, gestern früh hier dann Vollgas gegeben hat. Wir haben gestern Morgen gesagt, die 485 könnte als nachlaufendes Hoch nochmal angelaufen werden. Ansonsten haben wir die 562 als Gap Close noch ins Auge gefasst, die er ansteuern kann. Das hat er dann wahrscheinlich auch sehr gut verstanden, weil er hat dann gestern gleich um 9 Uhr Vollgas gegeben und hat die ganze Geschichte in einem Rutsch durchgezogen. Er hat nicht nur die 485 durchschossen, sondern das Gap auch gleich geschlossen. Hat hier mal kurz ein bisschen rumgebremst, um dann da oben bei 13,5, na, komm her, bei 13,598 oder so das Hoch zu markieren. Wir haben gestern Nachmittag bei 13,533 haben wir angefangen zu shorten. Und auch das möchte ich gerne erklären, was wir dazu gemacht haben. Wir haben genau als der erste Schwächeanfall kam, ja, haben wir, gucken, ob ich das hier in 5 Minuten irgendwo finde, eventuell da. Ja, so, nachdem er diesen Schub hier gemacht hat, hier nach oben, in diesen beiden Wellen durch haben wir uns genau hier in der ersten Schwächephase, da habe ich mir sofort die ersten Shorts gesucht und gesagt, okay, Gap ist zu, da oben, das Ding hat sich erledigt, jetzt können wir wieder Richtung Süden gehen. Gap Close ist nicht unbedingt ein Short-Signal, aber wenn so ein, das ist das alte Corona-Gap, aber wenn sowas einmal erwischt wird, dann hat man eine faire Chance, dass wir auf jeden Fall eine Gegenbewegung kriegen. Wir haben diese Position gestartet bei 32, den Stop hatten wir erst auf die 580 gelegt und nachdem er sich hier langsam wieder hochgeschoben hat, habe ich dann beschlossen, die Reißleine nicht zu ziehen, sondern habe den Stop auf die 620 gelegt. Warum lege ich ihn auf die 620? Das war nur eine Sicherheitskiste und ich wollte sehen, dass wir hier im Bereich 6,30 wieder rauskommen. Gestern Nachmittag im Webinar vor dem Zinsentscheid in den USA haben wir dann den Lauf nach unten gekriegt und wir konnten uns hier wenigstens noch so weit retten, dass wir unsere Stops hier alle Break-Even gezogen haben, die dann auch gestern direkt gerissen wurden, dann in dem langsam Geschiebe hier nach oben, aber solche Kerzen sind natürlich zum Zinsentscheid und zur Pressekonferenz ziemlich normal. Solche Kerzen hier. Die sind aber ohne Aussagekraft. Lange Dochte, lange Lunten. Da sieht, kann man keine richtige Richtung draus erkennen. Oh, sehr fein zugehört. Entschuldigung. 5,30 wieder raus, nicht 6,30. Und 4,30 sind wir auch nicht raus, mein Lieber. Ich lag ein zu hoch, du lagst ein zu tief. In der Mitte liegt die Wahrheit. Ich habe gesagt, wir sind bei 6,30 ausgestiegen. Das ist falsch. Bei 5,30 sind wir. 13.530 sind wir ausgestiegen. Da lagen, haben wir gestern Nachmittag im Live-Training, im Live-Webinar unsere Stops hingezogen, haben die Kiste Break-Even abgesichert und die Stops wurden dann geholt. Wer hatte denn die gleichen Ideen und wer hat denn seine Positionen bei uns aus der Gruppe gestern auch so platzieren können und ist denn auch mit einem blauen Auge nochmal davon kommt? Ja, ich hatte gehofft, dass er zur 450 zurückläuft, genau auf dieses alte Level hier, auf dieses. Da ist die Linie von gestern Nachmittag noch drin. Ich habe gehofft, dass sie bis zur 450 zurückläuft. Das wäre das Ideale. Aber das hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Sollte er aber zeitnah tun, weil wir haben
genau da unsere alten Ausbruchslevel. Hier haben wir die alten Hochs. Mal gucken, ob wir im Stundenchart finden. Wahrscheinlich besser. Da haben wir das alte Hoch und dieses alte Hoch sollte wenigstens bestätigt werden. Hier hatte ich gestern die Hoffnung, da hatte ich die Hoffnung, dass er bis zur 450 fällt. Dann wären wir nicht mit einem blauen Auge davon gekommen, sondern dann hätten wir sogar noch satte 80 Punkte verbuchen können, positiv verbuchen können. Hat aber eben nicht funktioniert. Um jetzt ein bisschen weiterzukommen, sollten wir schauen. Wir sind nämlich jetzt genau da, wo alle anderen auch angekommen sind. Wir sind hier jetzt wieder an dem alten ATH. Wir sind bei der 13.640 wieder angelangt. Die 13.600, 13.650 ist das alte Allzeithoch gewesen. Danach hatten wir einen kurzen Überschuss von 200 Punkten hier und da oben kam dann die Schwäche auf, die dann zu dem Corona-Absturz hier geführt hat. Ich bleibe trotzdem nach wie vor dabei, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir jetzt schon Richtung 14.000, 15.000 schießen. Also 14.500 oder 15.000 ist für mich momentan noch nicht machbar. Dazu haben wir zu wenig Korrektur bis jetzt gehabt. Nur hier, das ist alles, was wir hatten, seit diesem Tief bei der 11.300, 11.326 oder 11.328 war es, glaube ich. Genau, 11.328. Seit diesem Tief sind wir 2.300 Punkte nach oben geschossen. Und haben hier lediglich eine kleine Range dazwischen. Wir stehen auch für den Verfall morgen. Wir haben morgen dreifachen Hexensabbat. Für den Verfall morgen stehen wir normalerweise, aber es ist an der Börse schon normal, stehen wir viel zu hoch. Wir sollten morgen Mittag 13 Uhr auf jeden Fall unter 13.450 stehen, sonst wird das für die Jungs einfach zu teuer, wenn wir hier oben bei 13.6 irgendwo verfallen sollten. Hier halte ich mir jetzt erstmal schön bedeckt bis 9 Uhr auf jeden Fall. Um 9 würde ich schauen. Wir haben ja um 9 Uhr gerne eine Bewegung in eine Richtung. Hier, wir dürfen jetzt nach dem, was wir da hatten, dürften wir jetzt noch bis zur maximal 13.643. Spätestens an der 43 sollten wir eine Gegenreaktion sehen, die auch nicht von schlechten Eltern ist und die uns auf jeden Fall bis zur 450 hier unten spülen durfte. Oben ist das 161,8 Extension-Ziel, welches von vielen genutzt wird. Das heißt, dort oben werden bei 13.640, 13.635 in diesem Bereich werden viele ihre Long-Position glattstellen, weil sie ihre Ziele erreicht haben. Wenn die Long-Position glattstellen, ist es ja auch nichts anderes, als wenn sie shorten. Und die ganz Mutigen, die Cojones haben, die nehmen dort oben solche Marken als Reaktionspunkte und shorten diese Nummer. Und zu dieser Kategorie Händler zähle ich. Ich arbeite ungern mit solchen Extensions, zumal ich mich in der derzeitigen Lage, ist aber eine Kopfsache bei mir, sehr schwer tue, optimistisch zu denken. Ich weiß nicht, woher der Optimismus kommen soll, bloß weil die Gelddruckmaschine anschmeißen und nicht nur im Dreischichtsystem, sondern im Vierschichtsystem das Ding mit Vollspeed laufen lassen. Und die Wochenenden durcharbeiten, damit sie genug Scheine auf den Markt schmeißen können. Egal ob hier oder in Amerika, sicher, das Geld muss irgendwo hin. Das kann eine Ursache dafür sein. Aber wenn ich unsere Wirtschaft sehe und wenn ich sehe, was uns da die nächsten Jahre erwartet, gibt es für mich überhaupt keinen Grund für irgendwelchen Optimismus. Die
Immobilienbranche wird einen Schlag kriegen, der, weiß nicht, ob sie sich so schnell wieder davon erholt. Die ganzen Büroimmobilien, jetzt wird überall gefordert, Homeoffice so viel wie möglich. Wie viele Ruinen an Büroimmobilien werden dann irgendwo rumstehen und verfallen? Unsere Autoindustrie wird mit purer Gewalt zerlegt. An der Landwirtschaft nagen wir schon lange rum. Weiß nicht, ob ich unbedingt ein veganes Schnitzel haben muss. Entweder esse ich vegan oder ich esse einen Schnitzel. Aber für mich gibt es rein, ich komme immer noch aus dem Aktienhandel aus den 90er Jahren, und da gibt es für mich überhaupt keinen Grund, hier vor Optimismus irgendwie zu sprühen. Und bis jetzt ist es immer so gewesen, dass wenn wir bestimmte Marken erreicht haben, an denen es Gründe gab, sich aus den Märkten zu verabschieden, dann wurde das auch ganz gerne genutzt. Und da laufen wir jetzt gerade hin an die Richtung 6,43, die dann auch kommen darf, kommen sollte. Komm mal her. Weil wir haben hier, komm her, das High 13,639. Hier dieses Hoch. Da, an diesem Hoch vom 22. Januar diesen Jahres, da sind wir jetzt genau wieder angekommen. Genau an diesem Hoch. Das Hoch ist bei 13.639. Und da sind wir jetzt wieder angekommen. Das kann einer der ersten Reaktionspunkte sein, weil das war vorher das Allzeithoch, was wir gemacht haben, bevor er dann hier oben hier wieder runter ist bis zu 98, um dann hier oben nochmal so ein bisschen rumzueiern. Die Pessimisten hier nochmal rauszukegeln, nochmal richtig schön zu verarschen, um dann abzuschmieren, wie blöd. Genau an dieser Marke sind wir jetzt. Da werden wir auch noch mal ganz kurz drüber gucken. Bei der 43 haben wir die Extension, auf die wir warten. Und in diesem Bereich werde ich mir ebenfalls Short-Positionen platzieren. Und zwar werde ich das jetzt tun. Da ich eine andere Positionsgröße wähle, ganz kurz. So, da das hier mein Erklärbär-Konto ist, werde ich logischerweise meine Positionsgröße hier nicht in der Form platzieren. So, jetzt sind wir an der Extension oben angekommen. Na, wo hatte ich die genehmt? Da. 43, ja sogar ganz kurz durchschossen. Ich habe eben eine Limit Pullback auf die 45 gelegt. Ich habe eine Limit Pullback auf die 45 gelegt mit 5 Punkten Rücklauf und 25 Punkten Stop Loss. Nein, die ist noch nicht geholt. Und ich werde nicht Market shorten, sondern immer 5 Minuten. Ich starte so eine Position in der Regel, dass ich mich unter der 5-Minuten-Kerze einstoppen lasse. Der hat zu viel Dampf, ich lösche die Order wieder. Ich werde die noch nicht nutzen, sondern jetzt werde ich sie erst nutzen, wenn wir hier wieder drunter fallen. Da. Wenn wir da drunter fallen sollten, dann kann ich einen Versuch starten. Solange macht das jetzt noch keinen Sinn.
Der Reaktionspunkt sollte die 43 sein. Die 43 als Extension wurde jetzt regelrecht überrannt. Und demnach macht das hier noch keinen Sinn. Schauen wir uns lieber nochmal zurück. Ich hoffe, ihr seid jetzt, hier ist keiner Market reingesprungen. Jens Frauke. Kümmern wir uns hier drum. Wir wollen hier runter. Ich werde diese Position, die hatte ich jetzt mit einem Take Profit versehen, was nicht unbedingt die klügste Idee war, sondern ich will die Position ja hier unten drehen. Und das würde ich in dem Fall hier mit einer Limit Pullback Reverse machen, mit einem Reverse-Befehl. So, um hier auf unseren Plan zurückzugreifen, den DAX gucken wir uns gleich nochmal an, um hier auf unseren Plan zurückzugreifen, hier runter wollen wir, Minimum bis an die 89 circa, deswegen steht da unten jetzt der Reverse-Befehl drinne und diese Position werde ich absichern, wenn ich 10 Punkte im Gewinn bin, dann soll das Ding automatisch laufen. Danke für den Hinweis. Schläft laufend der Arm ein hier. Ach, solange es nicht das Gehirn ist. Verstanden, was ich hier möchte? Dieses Ding möchte ich nach unten ziehen und hier unten auf Long drehen, damit er diese Geschichte mitnimmt. Hier unten arbeiten wir wieder mit 10 Punkten Stop. Wenn er das Ding dreht, die habe ich jetzt nur manuell auf 3 gestellt. Er springt auf die Ureinstellung wieder zurück nachher und da bin ich mit 10 Punkten Stop dabei. Und diese Limit Pullback hier für den Exit werde ich mit 3 Punkten handeln. Das heißt, wenn er hier runterkommen sollte, was ja langsamer Zeit wird, hier runterkommen sollte, dann sollte er diese Nummer mit 3 Punkten mit einer LPO, 3 Punkte Rücklauf, sollte er diese greifen. So, der kommt langsam zurück. Aber auch sehr langsam. Wie gesagt, ich hoffe, da hat keiner drauf gedrückt und Market gehandelt. Ich drehe am unteren Zielbereich. René W. Da unten, über den 89, das heißt, die liegt bei 93. War vorhin ein. Bloß keine Shorts, doch, na klar, Shorts, gerade Shorts. Ich erkläre nochmal, warum ich an solchen Bereichen immer viel lieber shorte, als dass ich kaufe. Solche Reaktionsmarken, ja, wir haben sie hier erklärt, solche Reaktionsmarken wird, solche Ziele hier, diese Extensions, werden Reaktionen bei den Bullen hervorrufen. Die werden hier ihre Position teilweise glattstellen. Und wir müssen damit rechnen, dass wir das Ding morgen bis mittags noch ein ganzes Stück zurückdrücken. Wir sind für den Verfall zu hoch. Wenn die hier ihre Long-Position schließen, kann ich hier mit einer Reaktion rechnen. Über eine Long-Position brauche ich hier oben gar nicht spekulieren, weil wenn ich hier in diesem Bereich irgendwo longe, sagen wir mal die 640, dann muss ich mit meinem Stop-Minimum da drunter unter die 590. Das heißt, ich arbeite hier Minimum mit 50, 60 Punkten Stop. Und dass er hier nochmal runterläuft, dieses Doppeltop hier, da dieses nochmal bestätigt, die Wahrscheinlichkeit ist auch aus meiner Sicht jedenfalls höher, als wenn er nach oben durchzieht. Kannst du die
im Euro nochmal die Einstellung für die Buy Limit zeigen? Ja, kann ich. Da. Hier unten liegt eine Buy Limit mit als LPU, als Limit Pullback mit 3 Punkten Rücklauf. Das heißt, er muss die Limit dort unten greifen und schleppt sie hinterher, bis er 3 Punkte zurückgelaufen ist. Okay, damit bin ich auch für heute mit meinem Latein am Ende. Zum Organisatorischen. Auch für uns war es wohl das letzte Webinar dieses Jahr. Heute Nachmittag ist keine Veranstaltung mehr, kein Live-Handel mehr. Wir haben hier einen Haufen Gäste, bei denen ich mich bedanken möchte. Schön, dass ihr da gewesen seid. Schön, dass ihr uns hier besucht habt und ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was lernen, vielleicht auch den einen oder anderen Punkt oder Pip mitnehmen und auf eurem Konto auch verbuchen. Wer uns das nächste Vierteljahr noch begleiten möchte, bei uns gibt es immer noch unser Börsenlift-Paket. Ich schreibe das mal hier unten rein. Da kann man börsenlift.de zack, das kann man hier buchen. Dort kann man ein Vierteljahr uns dann über die Schulter schauen, kein Vierteljahr, ein Vierteljahr lang die Webinare besuchen und man kann schauen, wie wir uns durch die Märkte ziehen. Damit wollte ich auch die Frage beantworten, die vorhin kam. Wie komme ich in die täglichen Webinare genau auf diesem Weg hier? Genau auf diesem Weg kommt ihr in die Webinare, die wir Minimum dreimal die Woche hier im Live-Handel machen und könnt auch unsere Setups und unsere Tools dementsprechend nutzen. Auch das Schüler-Lehrer-Tool hier ist für diesen Zeitrahmen oder in diesem Zeitfenster dann ebenfalls für euch nutzbar bzw. erhältlich. Ich werde nächste Woche am Montag oder Dienstag, muss ich mal gucken, wenn ich am Wochenende die Planung fertig habe, für unseren Paternoster Trader Club noch ein Abschlusswebinar machen für den Rückblick und für den Ausblick auf nächstes Jahr, wenn es denn gewünscht wird. Wenn nicht, drehe ich das als Video und sende es euch als Video zu. Und damit möchte ich mich hier mit einem dicken, fetten Dankeschön auch an Florian. Nelson ist ja heute nicht da, aber Florian ist ja ein guter Vertreter für Nelson. Und bei Dankeschön. dem Team von FX Flat bedanken. Ich glaube, wir haben dieses Jahr bummelig 60 Webinare gemeinsam gemacht. Insgesamt war das jetzt von uns hier, war das Nummer 213 dieses Jahr. 213 Webinare. Ich glaube, damit kann man sich auch verabschieden in die Weihnachtsferien. Wir wünschen euch gesegnete Weihnachten. Kommt etwas zur Ruhe. Zu Hause bleiben ist ja sowieso angesagt. Und wir wünschen ein trotzdem frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und hoffentlich gemeinsam erfolgreiches neues Jahr. Wir starten dieses Jahr früher als sonst. Die letzten Jahre haben wir immer erst so um den 15., 20. Januar gestartet, da in diese Zeit mein Jahresurlaub fällt, also der Frühjahrsurlaub. Das werden wir dieses Jahr wohl verschieben müssen. Also werden wir wohl etwas früher starten als die anderen Jahre. Und wer dabei sein möchte, wie gesagt, im Börsenlift könnt ihr uns besuchen oder schickt uns einfach eine Mail. Vielleicht finden wir auch eine gemeinsame Lösung, wie wir euch in den Märkten hier etwas fit kriegen und die nächste Zeit vielleicht ein ganzes Stück gemeinsam gehen. Und ganz, ganz vorneweg bleibt gesund. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für eure zahlreiche Teilnahme, dass ihr genauso wie wir euren Allerwertesten aus dem Bett gehoben habt. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Danke, Thorsten, an der Stelle auch noch von mir und im Namen von FX Red natürlich. Vielen Dank an alle Teilnehmer, dass sie dabei waren. Die Grüße an Nelson werde ich ausrichten.
Das ist kein Problem. Ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter auch in 2021 wieder. Ja, das erste Webinar mit Thorsten nächstes Jahr startet am 7., am 7.1. Die Anmeldung dazu bekommen Sie gleich noch alle von mir. Und ich würde sagen, das war's auch von mir. Thorsten, dir schönes Weihnachtsfest. Lass es dir gut gehen. Und natürlich an die Teilnehmer frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.